Jo, meine Lieben, ich begrüße euch zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Es ist wieder Sonntag, das heißt, wir haben wieder Market Time und wir schauen uns diesmal echt viele Karten an. Von daher will ich mich hier auch kurz halten und wir gehen direkt rein ins Video. Und anfangen werden wir diesmal wieder mit den Karten aus Photon Hypernova und zwar mit dem Arctype Goldstolz. Das ist eigentlich ein recht interessanter Arctype, da wir diesen unter anderem mit Punk zusammenspielen können und mit Furion. Und tatsächlich hat sich bei den Karten dann etwas bewegt, aber wir schauen uns erstmal die Karten hier von Photon Hypernova an. Ihr seht schon, der Preisgraph ist hier natürlich nach Release deutlich nach unten gegangen, weil natürlich das jetzt noch nicht das beste Deck ist, selbstverständlich. Aber ich könnte mir vorstellen, jedenfalls hatte Puck sehr, sehr großes Interesse daran, dass der da wieder was zaubert und dann könnten die Karten durchaus teurer werden. Und wir schauen jetzt mal, was kostet uns denn hier das erste Playset? Da sind wir hier bei 3,99 € die Kopie, hier dann auch mal 3,99 €, ne, das sind nur zwei Karten. Oh, dann müssen wir schon wieder die nächste Seite aufschlagen. Dann sind wir hier bei 4,09 € die Kopie oder hier 4,10 € die Kopie. Und wir wollen uns natürlich auch noch Goldstolz die Menge spielt verrückt anschauen, denn ich glaube auch die Karte wird unter anderem gespielt. Die anderen Karten, die dann darin gespielt werden in dem Deck vom Pakt, sind zurzeit nicht der Rede wert, wenn man so möchte. Die Carry kostet nicht mal 50 Cent in der Kopie bei einem Playset und von daher schauen wir uns jetzt hier mal nur die Secret Rares an. Hier braucht man natürlich auch ein Playset oder es wäre wahrscheinlich schön, wenn wir davon ein Playset hätten. Und da sind wir hier auch bei 3,98 € die Kopie, 3,99 € die Kopie oder dann also knapp 4 € kostet uns hier fast das ganze Playset pro Kopie natürlich. Jetzt schauen wir uns mal die Punk-Karten dazu an und ihr seht schon, die sind echt teuer geworden wieder. Wie konnte denn die Fuchsmelodie mal zeitweise für 15, 16 € kaufen? Jetzt sind wir hier schon wieder bei 21,99 € die Kopie, 24 €. 26 € die Kopie von einem Playset. Schauen wir uns noch den Ogertanz an, der ist jetzt auch nicht so schlecht. Da sind wir bei 4,90 € die Kopie bei einem Playset oder hier 4,98 €, sowie hier dann schon bei 5,69 € die Kopie. Und ich habe ja gerade angesprochen, wir können das alles mit Furion zusammenspielen. Und da gucken wir uns mal den Regulus an. Der ist nämlich auch in letzter Zeit ganz schön gespiked, doch ich glaube, man spielt kein ganzes Playset in dem Deck. Ich glaube, Puck hat zwei Kopien drin gehabt. Korrigiert mich, falls ich jetzt daneben liege. Wir schauen jetzt mal, was hier zwei Kopien gehen. Da sind wir bei 33,33, 34,44. Ein ganzes Playset würde euch pro Kopie 36 € kosten. Oder dann seid ihr hier nochmal bei 38 €, 38,26. Die Karte ging zeitweise mal um die 30 €, 29 € im ganzen Playset. Jetzt sind wir schon wieder 5 € teurer und ich kann mir vorstellen, dass die Karte sich auf lange Sicht, sofern Puck da wirklich was Krasses zaubert, sogar bei 40 bis 45 € wieder einpendeln könnte. Als nächstes wollen wir uns mal Stoß der drei Taktiken anschauen. Die Karte habe ich persönlich noch für 66, 67 € oder so gekauft. Ich weiß gerade nicht mehr genau. Auf jeden Fall ist die noch auf dem Weg zu mir. Wir brauchen natürlich ein ganzes Playset von dieser Karte. Die Karte kann oder hat das Potenzial, eine 80, 90, sogar 100 € Karte zu werden, obwohl ich 100 € schon extrem teuer finden würde. Also ich finde alles teuer, um Gottes Willen. Ich glaube aber, dass die Karte sich so wirklich um die 80, vielleicht bis 85 € einpendeln wird, so wie der Topf des Wohlstands, als dieser halt geprintet, also rauskam. Jetzt sind wir hier bei einem Playset, was wir natürlich brauchen, bei 70,93 € dabei, 71,25 € oder 71,49 € die Kopie. Ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr die Karte eher ins Side-Deck packen würdet oder generell Main-Deck spielen würdet, denn ich kann mir nämlich vorstellen, dass man sich auch auf diese Karte so ein bisschen vorbereitet, das heißt, man spielt vielleicht so gut wie keine Handtraps mehr, sondern eher Boardbrecher-Karten oder generell mehr Floodgates oder was weiß ich, auf jeden Fall, dass man nicht in diese Karte reinspielt und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass diese Karte eher eine Going Second Karte werden könnte. Das heißt, man nutzt sie doch eher, um das ganze Board des Gegners zu brechen. Da bin ich auf jeden Fall gespannt, was ihr dazu sagt. Schreibt gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Dann wollen wir uns mal die neue Karte von Labyrinth angucken, denn auch die ist extrem gedoppt. Damit hätte ich zum Beispiel gar nicht gerechnet. Ich hätte gedacht, dass die Karte, weil man halt auch davon ein ganzes Playset braucht, tatsächlich, wenn man das Deck spielen will, auf jeden Fall so um die 15 bis 16 € sich zuerst einpendeln wird und dann allmählich steigen wird. Doch hier sind wir tatsächlich mittlerweile so um die 10, 11, 12 €. Wir schauen mal, was uns das erste Playset kostet. Hier habe ich es gerade angesprochen, eine 10 € sind wir schon dabei. Dann das nächste
Playset haben wir hier bei 11,50 € oder hier dann fast bei 12 Euro die Kopie. Wie gesagt, bin ich ein bisschen überrascht, weil Labyrinth ja doch relativ teuer geworden ist, jedenfalls die anderen Karten aus Tactical Masters. Dann haben wir noch einmal den gigantischen Champion Sagas, den haben wir uns letztes Mal auch nicht angeschaut. Der wird unter anderem auch in Pride, Punk, Feon gespielt. Und wir schauen mal, was uns die einzelne Kopie kostet, die wir nur brauchen. Da sind wir bei 5,50 €, 5,50 €, 5,80 €. Ich glaube auch nicht, dass die Karte wirklich teurer wird. Ich könnte mir vorstellen, dass die sich so um die 5 Euro einpinnen wird. Dann wollen wir uns noch die Kashtira-Karten anschauen. Die sind nämlich auch etwas günstiger geworden. Natürlich nicht allzu sehr, da das wahrscheinlich eins der besten Decks wird, welches wir in den kommenden Format spielen können. Wir sind jetzt hier bei der Fieldspell und da wollen wir natürlich ein Playset haben. Da sind wir gerade bei 60 Euro oder hier genau 60 Euro die Kopie. Dann wollen wir uns noch Kashtira Theosis anschauen. Die ist ganz schön gedroppt. Ich habe mir die Karte, glaube ich, noch für... lasst mich lügen, 45, 44 Euro, glaube ich, rangeholt. Und wir sind jetzt bei einem Playset bei 38,99, 39,79 oder dann sind wir hier schon fast bei 40 Euro. Ich glaube tatsächlich, dass die Karte sich auf lange Sicht bei 40 Euro einpendeln wird. Die Karte ist wirklich extrem gut, da sie euch ja ein anderes Kashtira-Monster aus dem Deck wieder spezial beschwört. Also aus meiner Sicht der beste Extender, den man eigentlich so haben kann in dem ganzen Deck. Und da bin ich trotzdem schon ein bisschen verwundert, dass die tatsächlich nicht auch so um die 50, 60 Euro geht. Das könnte aber natürlich noch kommen, je nachdem wie vielleicht das Deck jetzt sogar performt in Lyon. Beziehungsweise nach der YCS ist ja die Banlist auch aktiv bei uns. Und dann könnte ich mir auch vorstellen, je nachdem natürlich wie das Deck performt, dass die Karte auch wieder ein bisschen ansteigt. Aber erstmal glaube ich, dass die Karte sich so um die 40 Euro einpendeln wird. So, dann wollen wir uns doch den Weißhard anschauen. Der ist nämlich auch weiter gedroppt. Nach Release konntet ihr diese Karte für 19 bis 20 Euro kaufen. Jetzt seid ihr bei den zwei Kopien, die ihr braucht, bei 17 Euro. 17 Euro oder hier schon, auch nochmal 17 Euro ein ganzes Playset oder hier 17,10 Euro. Ist ein guter Preis für die Karte. Die Karte ist extrem spielstark. Theoretisch ist sie auch generisch. Ihr braucht lediglich drei Monster Stufe 7. Könnte man also auch in dunkler Magier spielen. Ich habe tatsächlich schon überlegt, ob ich das mal mit dunklem Magier irgendwie versuche zu kombinieren, da ich glaube, dass das so eine Art Way to Go sein könnte für den Dark Magician. Ist natürlich sehr, sehr abhängig davon, dass wir sehr viele Kashtira-Karten ziehen. Und also an sich brauchen wir halt unsere Normal Summon nicht. Und die könnten wir dann halt für unseren Stab des Magiers aufheben, sodass wir dann so einen kleinen, klitzekleinen Dark Magician-Anteil wenigstens noch spielen können. Das glaube ich ganz cool. Ich schaue mal, was ich da so bauen kann und dann präsentiere ich euch das vielleicht mal. So, dann wollen wir uns noch Tränenklage Kashtira anschauen. Auch diese Karte ist extrem gut. Das hätte ich nicht erwartet, da ja Tränenklage durchaus dieses Monster jetzt braucht. Also ihr werdet, wenn ihr nach der Banlist Tränenklage weiterspielen wollt, diese Karte auf 3 in eurem Main Deck spielen müssen, damit ihr halt genug Namen habt. Beziehungsweise diese Karte mildt euch oder kann euch bis zu 5 Karten milden. Ist halt auch nicht so schlecht. Bin ich auf jeden Fall gespannt, ob die Karte dann im Endeffekt dann nochmal anziehen wird in ihrem Preis. Bisher bewegen wir uns bei, also beim Playset natürlich, bei 14,50 Euro, 14,70 Euro, 14,75 Euro. Wie angesprochen, bin gespannt, was mit der Karte so passieren wird. Dann haben wir natürlich noch den Reishard. Auch den brauchen wir bis zu 2-mal im Main Deck. Ich habe es bereits ausprobiert mit 3-mal. Fand ich ein bisschen zu oft, da wir ihn alleine halt nicht auf der Hand haben wollen. Den wollen wir uns in erster Linie suchen. Wenn wir ihn zusätzlich noch auf der Hand haben, ist super, aber so alleine wollen wir den auf jeden Fall nicht haben. Die zwei Kopien, die wir brauchen, kosten uns 11,59 Euro, 12 Euro oder hier dann nochmal 12 Euro die Kopie. Dann wollen wir uns mal das Fusionsmonster von... wie heißen sie? Despair, also wir Branded Despair anschauen, und zwar den Dämmerungsdrachen. Da brauchen wir zum Glück nur eine Kopie und die kostet uns 12,50 Euro, 12,79 Euro, 12,95 Euro. Zusätzlich wird auch noch der Windworm, der zuschlagende Drache, in Branded Despair gespielt. Jedenfalls habe ich das schon das ein oder andere Mal abbekommen beim Testen jetzt. Die Karte kostet zurzeit noch 7,30 Euro, 7,45 Euro, 7,50 Euro. Hat mich ein bisschen überrascht, dass die Karte tatsächlich gespielt wird. Ich dachte, dass man das dann eher doch mit Tribal jetzt ein bisschen koppeln will, aber ist scheinbar nicht so. Sehr, sehr interessant. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr dieses Fusionsmonster findet. Und denkt ihr, dass das zukünftig noch im Branded Despair Bürstchen gespielt wird? Würde mich mal interessieren, weil ich bin jetzt noch nicht so in der Thematik drin. Von daher klärt mich da gerne auf. Dann wollen wir uns mal eine Staple-Karte anschauen oder eine zukünftige Staple-Karte, eine Super Rare. Wir lesen mal den Effekt. Wir können eine Karte unseres Gegners im Friedhof wählen, diese dann banishen. Dann können wir uns eine Karte von unserem Deck hinzufügen, also unsere Hand hinzufügen, die denselben Namen hat wie die Karte, die wir gebanished haben von unserem Gegner. Also in Mirror-Matches zum Beispiel könnte ich mir diese Karte unglaublich stark vorstellen, beziehungsweise auch so generische Karten, die vielleicht gespielt werden. Man könnte zum Beispiel Stoß der drei Taktiken mit dieser Karte sich selber seiner Hand hinzufügen, wenn der Gegner die bereits aktiviert hat, oder diverse andere Karten. Also ist auf jeden Fall mega interessant, was man vielleicht mit dieser Karte so anstellen könnte. Und die Karte ist jetzt auch gar nicht so günstig. Ein ganzes Playset kostet uns hier 39 Cent die Kopie, 40 Cent
50 Cent schon die Kopie. Ich bin gespannt, wie sich die Karte entwickeln wird, ob die Karte Play sehen wird. Schreibt doch da gerne eure Meinung dazu, was ihr von dieser Karte haltet. Mehr Jungfrauenkostüm, Maßschneider. Auf jeden Fall schon mal ein extrem langer Name. Aber der Effekttext ist dafür umso kürzer. Dann wollen wir uns einmal das Eisjade Synchromonster anschauen, und zwar die Aegirine. Die Karte wird dann zukünftig wahrscheinlich im Manadome gespielt und natürlich auch in Eisjade selbstverständlich. Ich habe jetzt überlegt, aufgrund des Supports, was Eisjade jetzt so in letzter Zeit bekommen hat, doch mal ein Deck dazu zu bauen. Ich bin gespannt, was ich da so machen kann. Wer da vielleicht Tipps für mich hat, gerne mal in die Kommentare. Dann kann ich mich vielleicht schon mal auf den einen oder anderen Hinweis stützen. Wir brauchen von dieser Karte, wenn wir es im Manadome spielen wollen, nur eine Kopie. Und da sind wir bei 3,30 € die Kopie, 3,30 € oder 3,33 € die Kopie dabei. Als nächstes wollen wir uns Grabwächters Inschrift anschauen. Die Karte ging nach Release schon ihre 25 bis 22 Euro und die ist jetzt extrem gedroppt. Also wir sehen es bereits, hier sind wir noch bei 9,20 €, 9,20 €, 9,49 €. Da muss man ganz klar sagen, die Karte kommt einfach zu spät. Die Karte hätten wir ein halbes Jahr früher gebrauchen können, als Tränenklage halt zu 50-60% auf Locals unterwegs war, auf größeren Events natürlich. Da wäre die Karte wirklich insane gewesen. Jetzt finde ich, jedenfalls ist sie ein bisschen zu spät dran, da wir jetzt ja uns wieder ein bisschen davon wegentwickeln, dass wir so viele Friedhofseffekte haben. Also wir haben immer noch viele Friedhofseffekte, aber nicht so schlimme Friedhofseffekte, da halt Tränenklage nur noch einen Namen von jeweils einem Monster da hat. Also wir haben noch eine Shiren, wir haben noch eine Hafnis und eine Merli. Ja, und von daher trifft man da vielleicht nicht mehr so oft auf Tränenklage und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass diese Karte auf jeden Fall noch deutlich günstiger wird und würde euch raten, wenn ihr diese Karte gezogen habt, dann solltet ihr euch so schnell wie möglich vielleicht von dieser Karte trennen. Also ich persönlich würde mich nicht von dieser Karte trennen, da ich ja generell auch so ein Staples-Owner habe und die Karte ist aus meiner Sicht ein Staple. Und irgendwann haben wir wahrscheinlich nochmal so ein friedhofslastiges Format und deswegen würde ich mich persönlich davon nicht trennen, denn haben ist halt einfach besser als brauchen. Außerdem ist halt das Artwork auch ganz cool, finde ich jedenfalls. Ihr könnt ja gerne eure Meinung auch dazu gerne in die Kommentare hauen. Dann wollen wir uns noch die Gishki-Karten anschauen, die jetzt ganz schön teuer geworden sind. Und das ist einmal der Schlund und einmal der Wasserspiegel. Den Schlund würde ich euch raten zu verkaufen. Ganz ehrlich, weil ich glaube nicht, dass White mit Gishki so wirklich erfolgreich sein würde. Ich glaube eher, dass White so eine kleine Engine wird in Runik. Das könnte ich mir durchaus vorstellen, aber ich glaube nicht, dass Gishki und Sprite wirklich von Erfolg gekrönt sein wird. Also korrigiert mich, wenn ich es hier falsch sage, aber das, was ich gesehen habe, wirkte erstmal auf mich so, dass man doch schon eine gute Hand braucht, damit man wirklich beides verwenden kann. Also man kommt von Sprite nicht so wirklich in Gishki. Das, was ich jetzt gesehen habe, ist auf jeden Fall extrem schwierig, das wirklich so kombiniert miteinander zu spielen. Man möchte ja doch dann in erster Linie mit Gishki, starten, das, was ich mir jetzt so gesehen und gehört habe, und möchte dann so in Sprite enden. Weiß ich nicht genau, ob das so immer funktioniert. Gerne in die Kommentare, wenn ihr da andere Ansichten seid. Ihr braucht aber, wenn ihr es natürlich gerne kaufen wollt, ein Playset davon und da seid ihr schon bei 11 Euro, 13 Euro, 13,50 Euro die Kopie. Wie angesprochen, ich glaube nicht, dass hier der Wert wirklich die Spielstärke des Decks repräsentiert. Dann braucht ihr einmal den Wasserspiegel, der kostet euch zurzeit 4,50 Euro, 5 Euro, 5,49 Euro. Dann als Sprite-Elfe-Ersatz haben wir jetzt Bujinki Ahashima. Die Karte ist extrem gestiegen, nachdem die Elfe halt gebannt wurde. Und ihr braucht zum Glück nur eine Kopie. Die kostet euch 7,19 Euro, 7,20 Euro, 7,20 Euro. Ich bin wirklich gespannt, ob sich das durchsetzen wird mit Ahashima. Schreibt es gerne mal in die Kommentare, wenn ihr da schon Erfahrung gesammelt habt. Ich weiß noch nicht, ich habe da noch so ein gemischtes Bauchgefühl. An sich ist das Monster wirklich gut, aber ob das immer so umsetzbar ist, ich weiß nicht. Ist noch nicht so greifbar für mich. Dann wollen wir uns mal die Runik-Karten anschauen. Da haben wir einmal den runischen Brunnen und ihr seht schon, nach der Banlist ist diese Karte auf jeden Fall gestiegen. Liegt natürlich auch daran, dass jetzt Shuffler nicht mehr auf 3 gespielt werden können in Tränenklage und man natürlich dann aufgrund dessen die ganzen Runik-Spells wieder reinmischen kann und der Effekt vom Brunnen eben durchgeht und man halt Karten nachziehen kann. Und deswegen glaube ich, wird Sprite Runik eins der besseren Decks sein, die man im kommenden Format spielen kann. Wir brauchen vom Brunnen eigentlich nur eine Kopie, die kostet uns 17,95 €. Wollt ihr aber ein ganzes Playset haben, seid ihr bei 19,89 € dabei, 19,90 € oder 19,95 €. Ihr könnt natürlich auch Runik Pool spielen, ist jetzt auch nicht das schlechteste Deck. Dann wollen wir natürlich auch die Runische Spitze uns anschauen, das ist die nächste Ultra Rare davon und die kostet uns im Playset 39 €, 40 €, 41 € die Kopie. Uiuiui, ist schon echt wieder teurer geworden, wenn man bedenkt, dass ein Playset vor gut einem Monat noch so um die 28 € sich bewegt hat.
Dann wollen wir uns noch einmal die Skystriker-Karten anschauen, denn man muss ganz klar sagen, aufgrund der Banlist ist auch Skystriker wieder so, ja, schon näher gerückt an die ganzen Tier 1 Decks und ich kann mir vorstellen, dass aufgrund von Stoß der drei Taktiken Skystriker davon sehr gut oder sehr viel profitieren wird. Wir schauen uns mal den Nachbrenner an, der hat nämlich keinen Reprint in Magnificent Mavens bekommen. Wir brauchen von dieser Karte bis zu 2 Kopien und da bewegen wir uns bei 6,85 € die Kopie. Ein ganzes Playset bekommen wir für 6,88 € die Kopie oder sind dann hier schon fast bei 7 € dabei. Dann wollen wir uns noch die neueste Karte anschauen von Skystriker und das ist Himmelsjäger Mobilisierung Verbindung und davon brauchen wir ein ganzes Playset. Die Karte ist wirklich extrem gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir bewegen uns da konstant um 6,25 €, 6,25 €, 6,25 €. Der Dude hier, also der Händler Wollig, der muss wohl auf dem amerikanischen Markt eingekauft haben, denn da geht Link Age tatsächlich nur ihre 3 bis 4 €. Nur als Privatperson lohnt sich das aus meiner Sicht nicht, auf dem amerikanischen Markt einzukaufen, da die Versandkosten halt extrem hoch sind. Aber als Händler durchaus keine schlechte Idee gewesen. Dann schauen wir uns mal die Mui an von Schwertseele. Die Karte, oh, ihr seht schon, ich habe sie hier für 10 € drin gehabt. Die ist extrem gestiegen in letzter Zeit. Wir brauchen natürlich ein ganzes Playset und da sind wir bei 11,89 € die Kopie dabei. Also das erste Playset in Niemand kostet uns 11,93 €. Dann sind wir hier bei 12,79 € dabei oder hier dann schon bei 13,94 € die Kopie. Ja, Schwertseele ist kein schlechtes Deck im nächsten Format, muss man ganz klar so sagen. Das Deck hat noch gar keinen Hit abbekommen. Also jedenfalls keinen direkten. Ich weiß, der Protoss musste gehen, aber das hat Schwertseele nur so ein bisschen tangiert. Ist jetzt nicht allzu schlimm. Und ich kann mir vorstellen, dass Schwertseele hier und da mal toppen wird. Ich glaube aber nicht, dass das Deck ein ganzes Turnier, also sagen wir mal eine Regio, gewinnen wird. Das glaube ich halt nicht. Da das schon alles resolved ist, man weiß, was man da abbekommt. Und ich glaube, dass man nicht vergessen hat, gegen was man spielt. Obwohl ich sagen muss, wenn ich mich so ans Local zurückerinnere, viele Spieler vergessen tatsächlich, was man vor einem halben Jahr so gespielt hat. Also ist ganz krass, da muss man doch schon den einen oder anderen Effekt immer wieder mal erklären. Als nächstes wollen wir uns Dwyton Nova anschauen, denn auch die Karte ist in letzter Zeit wieder gestiegen. Liegt natürlich auch daran, dass die Bustiers immer weniger werden in den ganzen Main-Decks, weil halt Tränenklage so krass gehittet wurde. Wir bewegen uns da beim ersten Playset bei 18,49 €, sind beim nächsten Playset bei 20,50 € die Kopie dabei und beim nächsten Playset sind wir schon bei 28,99 € die Kopie. Holla, die Waldfee, das ist ja schon teuer schon. Hätte ich nicht gedacht, dass die Karte nochmal so anziehen wird, aber wir müssen hier auch ganz klar sagen, dass Dwyton immer noch ein gutes Deck ist. Das Deck hat bisher keinen Hit einstecken müssen und ihr könnt halt mit Dwyton immer noch gut performen, vor allem weil jetzt die Bustiers, wie angesprochen, nicht mehr so stark vertreten sein werden. Also davon gehe ich jedenfalls ganz stark aus. Wenn ihr anderer Meinung seid, auch das wieder gerne in die Kommentare. Dann wollen wir uns natürlich noch die Karten von Branded Despia Bustier so ein bisschen anschauen. Und da fangen wir mal mit dem Aluba, der Narr von Despia, an. Da bewegen wir uns bei den 2 bis 3 Kopien, die wir spielen wollen. Also kommt drauf an, wie euer Deckbuilding aussieht. Ich persönlich würde von ihm immer 3 Kopien spielen, aber ich habe auch schon Decklisten gesehen, da wurden nur 2 Kopien gespielt. Wir bewegen uns bei 2 Kopien bei 6,28 € die Kopie. Bei 3 Kopien sind wir schon bei 6,99 € die Kopie, beziehungsweise hier dann fast bei 7 € schon dabei, beziehungsweise hier sind wir schon bei 7,29 € die Kopie. Dann braucht man natürlich auch die Cartesia, die ist natürlich nach der Banlist extrem angestiegen. Wir brauchen von dieser Karte bis zu 2 Kopien. Es würde auch mit einer Kopie gehen. Aber 2 Kopien geben euch schon mehr Sicherheit, das muss man ganz klar sagen. Ich habe schon ein bisschen getestet. Ich finde es persönlich besser mit 2 Kopien, weil ihr unter anderem Fusionsentsendung spielt. Und wenn ihr die Cartesia auf der Hand habt, ist das halt nicht so doll. Das muss man ganz klar so sagen. Bei 2 Kopien seid ihr dann hier schon bei 36,98 € die Kopie dabei, 37 € oder 38 €. Als nächstes wollen wir uns natürlich noch den abgeheuligten Lubellion anschauen, denn auch den braucht ihr, wenn ihr Branded Despair Bustier kompetitiv und Full Power spielen wollt und der ist halt extrem teuer geworden. Wir brauchen halt ein ganzes Play, also ihr braucht nicht unbedingt ein Playset, aber ein Playset ist von dem deutlich besser als nur 2 Kopien. Fragt Dennis, der hat so getestet und kann das bestätigen. Wir sind beim Playset hier bei 70 € dabei, 70 € oder hier dann schon fast bei 75 €. Holla die Waldfee, ist das teuer geworden. Mann, Mann, Mann. Dann brauchen wir natürlich noch den Magdam-Hut, beziehungsweise ist der Magdam-Hut zum Glück wieder ein bisschen günstiger geworden, aufgrund dessen, was ich schon gesagt habe, dass die Bürste jetzt langsam verschwinden, also die Handwrap-Bürste jetzt. Wir sind da bei 3 Kopien bei 18,89 € die Kopie, 18,90 €, 18,99 €. Wir dürfen nicht vergessen, die Kopie ging mal ihre 25 €, ging dann in letzter Zeit so ihre 20 €. Das heißt, der Preis hat sich schon so ein bisschen nach unten korrigiert. Dann sind wir hier beim Druidsform, den wir uns natürlich auch anschauen. Auch eine Karte, die so zwischen 12 bis 15 € immer so, je nachdem, gegangen ist. Und wir sind jetzt beim Playset bei 8,99 € die Kopie dabei, 9 € oder hier sind wir dann wieder bei 10 €. Ich glaube nicht, dass sich diese Karte lange bei 10 € halten wird. Ich glaube eher, dass sich die Karte so bei
7 bis 8 Euro einpendeln wird. Dann den Saronir, den wollen wir uns natürlich auch noch anschauen. Und ich glaube, dass sich hier tatsächlich sehr wenig im Preis machen wird, da der nie so teuer war wie die anderen beiden. Ich glaube wirklich, dass er so seine 4 Euro halten wird. Wir spielen in der Regel ja auch nur eine Kopie von ihm, beziehungsweise wenn ihr natürlich ein größeres Line-Up von dem Büsten jetzt spielen wollt, warum auch immer, würde ich nicht machen. Ich würde, wie gesagt, nur eine Kopie davon spielen. Aber wenn ihr natürlich ein ganzes Playset spielen wollt, könnt ihr das gerne machen. Da seid ihr dann bei 4,89 Euro die Kopie oder hier 4,90 Euro die Kopie oder hier dann schon bei 5 Euro die Kopie. Braucht ihr nur eine Kopie, so wie ich es spielen würde, dann wärt ihr hier bei 3,99 Euro oder zwei Kopien schon bei 4 Euro die Kopie. Dann wollen wir uns noch das Ritus von Aramisir anschauen. Diese Engine wird jetzt oder sieht jetzt wieder Play und zwar in Kashtira und natürlich auch im Plunder Patrol. Dadurch wird Plunder Patrol wirklich teuer, das muss man ganz klar so sagen. Wir bewegen uns hier beim Playset bei 40 Euro die Kopie, das nächste Playset kostet uns 42 Euro und das darauf folgende kostet uns dann schon 44 Euro. Ich glaube, dass sich das Ritus von Aramisir so in 2 Monaten wieder so ein bisschen nach unten korrigieren wird, da dann mehr Extender in Kashtira gespielt werden, weil uns das Ritus von Aramisir auch nicht so wirklich weiterhilft. Wenn wir zum Beispiel eine Ible auf dem Board haben, beziehungsweise vielleicht einen Token irgendwie vom Gegner aufs Board bekommen oder sonstiges, hier den Pilzmann beispielsweise, weil dann können wir halt unsere Kashtira-Monster nicht spezial beschwören und wir brauchen halt irgendwie noch ein Monster, was man halt aufs Board bekommt. Und deswegen glaube ich, oder könnte ich mir vorstellen, werden auf lange Sicht dann Extender gespielt anstatt diese Adventure Engine. Aber ihr könnt auch gerne dazu mal eure Meinung schreiben. Ich bin gespannt, wie sich das alles so bei Kashtira entwickeln wird. Dann wollen wir uns noch Auslöschungsinformant anschauen, denn diese Karte könnte jetzt durchaus wieder mehr Relevanz bekommen, da wir halt Stoß der drei Taktiken haben. Je nachdem natürlich, wie stark Stoß der drei Taktiken gespielt wird, kommt halt, glaube ich, auch diese Karte mehr ins Main Deck oder Side Deck. Da bin ich echt gespannt. Könnte ich mir vorstellen, kann sich natürlich auch anders entwickeln. Wenn wir diese Karte natürlich kaufen wollen oder spielen wollen, brauchen wir halt bis zu einem Playset davon und da sind wir schon bei 8,90 Euro die Kopie, 8,89 Euro die Kopie, 8,99 Euro, 8,99 Euro, also fast 9 Euro für eine Kopie von einem Playset. Ja, wie angesprochen, wenn das wirklich so kommen sollte, dann könnte ich mir vorstellen, wird diese Karte relativ teuer, also sie wird sich wahrscheinlich dann so um die 14 bis 15 Euro einpendeln. Es wurde uns neuer Dinosaurier-Support angekündigt und aufgrund dessen steigt tatsächlich der Frostosaurier. Welche Karte sollte auch sonst steigen? Nein, das ist tatsächlich die einzige Karte, die so wirklich ansteigt und das ist die Ultimate Rare aus Strike of Neos. Warum auch immer, ich kann euch das noch nicht so ganz erklären, weil ich mir den Support leider noch nicht angeschaut habe. Ich habe es mir nur sagen lassen und von daher wollen wir jetzt hier mal drüber schauen. Ihr braucht, soweit ich weiß, nur eine Kopie und da sind wir bei 23,50, 27 Euro. Oder wenn ihr ein ganzes Playset haben wollt, dann sind wir hier bei 32 Euro die Kopie. Die erste Karte in Near Mint geht hier bei 39,99 los, obwohl er hier schon schreibt Near Mint bis Excellent. Wir schauen dann mal noch eine Karte tiefer, denn da steht denn nichts. Und da sind wir dann schon bei 45 Euro. Das finde ich schon teuer. Aber ist halt auch eine Ultimate Rare, muss man ganz klar dazu sagen. Dann wollen wir uns noch eine gute Handwerp anschauen, die man jetzt auch wieder vermehrt spielen sollte, da man dann nicht in Stoß der drei Taktiken reinspielt, beziehungsweise auch nicht in Talents reinspielt. Und das ist die unendliche Unbeständigkeit. Eine sehr, sehr gute Karte, sowohl Going Second als auch Going First. Sehr, sehr variabel einsetzbar. Gefällt mir auf jeden Fall sehr, sehr gut von den ganzen Handwerps. Aus meiner Sicht eine der besten. Jetzt wollen wir auf den Preis schauen und da brauchen wir natürlich ein Playset. Und da sind wir bei der Kopie aus dem Structure Deck schon bei 5,90 € dabei. 5,90 € die Kopie oder hier 5,95 € die Kopie. Ich könnte mir vorstellen, dass sich diese Karte so im halben Jahr so um die 7 bis 8 Euro einpendelt. Dann wollen wir mal die Wahrsagerin des Herolds uns anschauen, denn aufgrund von Dwight von Nova steckt natürlich auch diese Karte, aber natürlich nicht nur wegen Dwight von Nova, also nicht nur wegen Dwight von natürlich, sondern auch, weil ihr diese Karte jetzt neuerdings wieder in Training klar spielt, damit ihr halt eine Fee millen könnt von einem Deck, damit ihr dann halt mit Kelbeck oder Guido noch extrem viele Karten wählen könnt. Und diese Karte könnt ihr durchaus auch in Lipomancer Mikanko spielen, auch das ist durchaus möglich und deshalb steigt halt diese Karte langsam, was heißt langsam, also sie ist in letzter Zeit extrem schnell gestiegen, das muss man ganz klar so sagen. Wir brauchen halt ein ganzes Playset davon und dann sind wir hier bei 11 Euro die Kopie, 11,50 Euro oder hier dann bei 11,90 Euro die Kopie. Also wir bewegen uns langsam auf die 12, 13, 14, 15 Euro zu. Hätte ich nicht gedacht, dass die Karte nochmal so viel kosten würde. Dann wollen wir uns auch noch Talent der drei Taktiken anschauen, denn die Karte ist halt immer noch ein sehr, sehr guter Staple. Ich bin gespannt, wie sich das alles so mit Shows der drei Taktiken ergibt, ob man diese Karte dann nur noch als One-Off spielt oder ob man wirklich drei Kopien dann davon im Deck spielt. Bin ich wirklich gespannt. Die eine Kopie würde euch 16,99 Euro kosten, wollt ihr aber dahingehend ein Playset haben, seid ihr hier bei 17,48 Euro dabei, 17,48 Euro oder dann hier schon bei 17,49 Euro. Wow, 1 Cent mehr. Ja, die Karte ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Staple und wird sich wahrscheinlich auf lange Sicht so um die 20 Euro einpendeln.
Dann wollen wir uns noch die Apollosa anschauen, denn auch diese Karte ist relativ teuer geworden, beziehungsweise hält sie sich in letzter Zeit konstant um ihre 7 bis 8 Euro. Die Karte war mal zu haben unter 6 Euro. Jetzt sind wir hier bei der Einkopie, die wir brauchen, bei 7,45 Euro, 7,49 Euro oder 7,50 Euro. Ich glaube, so im halben Jahr wird die Karte wahrscheinlich wieder ihre 10 bis 12 Euro kosten. Dann wollen wir uns unsere Gottheitsinkarnation Kurikara anschauen. Die Karte hält sich mittlerweile konstant um die 22, 23 Euro. Das erste Playset kostet uns hier 22,49 die Kopie, dann 23 Euro die Kopie oder hier 23,50 die Kopie. Ich bin gespannt, ob die wirklich so viel Play sieht, wie viele vermuten. Ich glaube eher nicht, da die halt vielleicht doch ein bisschen zu langsam ist, beziehungsweise kann man vielleicht auch andere Karten spielen. Also, weiß ich nicht, ich würde glaube ich stattdessen Buch der Verfinsterung spielen, beziehungsweise Buch der Mondverfinsterung. Da unser Gegner halt erstmal Effekte aktivieren muss und wir vielleicht vorher schon die Karten bzw. die Monster geoutet haben wollen, also wenn ich jetzt hier an Kashtira denke, Weisheit und Shangri-Ira, können wir halt mit den zwei Quickspells, die ich gerade genannt habe, halt in der Draw-Phase schon outen, bzw. nicht outen, aber halt booken, sodass die Effekte nicht mehr durchgehen. Glaube ich, ist hier der bessere Way to go, aber schreibt gerne eure Meinung zu dieser Karte mal in die Kommentare. Dann wollen wir uns mal den nächsten Staple anschauen, der durchaus sehr, sehr teuer werden könnte mittlerweile, da die Karte halt extrem gut ist und wir sie auf 3 spielen können. Und das ist Raigeki. Die Karte, wie angesprochen, können wir auf 3 spielen und deswegen gucken wir uns mal hier das erste Playset an. Da sind wir bei 4,89 Euro die Kopie, 4,95 Euro oder dann hier schon bei 5,87 Euro die Kopie. Wow, also wir bewegen uns auf 6 Euro zu. Ich glaube, dass sich die Karte, sofern da kein Hit kommen sollte, langsam und allmählich um die, sagen wir mal, 8 bis 10 Euro einpendeln könnte pro Kopie bei einem Playset. Ja, wer hätte gedacht, dass wir Raigeki sowieso mal auf 3 haben. Das ist halt eigentlich schon ganz cool, muss man ganz klar so sagen. Ist auf jeden Fall eine Karte, die Boards brechen kann. Wir können sie uns suchen mit Stoß der 3 Taktiken. Und es gibt nicht viele Decks, die einen Spell und Trap Negate haben. Dann wollen wir uns Chaosjägerin anschauen. Die Karte ist unfassbar stark gegen Kashtira, muss man ganz klar so sagen. Denn wir können diese Karte nämlich spezial beschwören, wenn unser Gegner eine Spezialbeschwörung durchgeführt hat. Wir müssen aber dafür eine Karte discarden können. Aber wenn diese Karte dann auf dem Board liegt, kann unser Gegner nichts mehr banishen. Das heißt, Kashtira kann eigentlich gar nichts machen. Also aus meiner Sicht extrem stark und das beste Out, was man zurzeit gegen Kashtira mitunter spielen könnte. Da man halt diese Karte halt auch im gegnerischen Zug spezial beschwören kann. Finde ich halt nicht so schlecht. So, wir brauchen natürlich ein ganzes Playset davon, da wir die Hard auf der Hand brauchen. Und da sind wir dann schon auf der nächsten Seite. Da sind wir hier bei 50 Cent die Kopie, 50 Cent die Kopie oder hier schon bei 70 Cent die Kopie bei einem Playset. Ich kann mir vorstellen, dass sich diese Karte so um die 1 bis 2 Euro einpendeln wird, je nachdem, wie die Karte natürlich performt. Wollt ihr es ein bisschen hübscher haben, können wir uns mal die Secret Rare anschauen. Die ist deutlich teurer. Da sind wir beim Playset bei 22 Euro, 25 Euro oder hier schon bei Nearmint bei 33,33 Euro die Kopie. Wow, 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 teuer. Ihr könntet natürlich auch die Longinus-Lanze spielen, doch die Karte könnt ihr nur aktivieren, wenn euer Gegner dran ist. Das heißt, in eurem Spielzug, wenn euer Gegner alles vorbereitet hat, denn Kashtira kann tatsächlich auch durch diese Karte durchspielen. Und wenn er halt dann alles vorbereitet hat, kann er halt in eurem Spielzug alles banishen. Also weiß ich nicht, ob das wirklich eine gute Alternative ist, fühle ich zurzeit noch nicht so. Ich glaube, ich würde diese Karte nicht spielen. Aber wer die Karte natürlich spielen möchte, ist bei einem Playset bei 94 Cent dabei. Oder dann sind wir hier schon bei 1,49 € die Kopie oder 1,49 € die Kopie. Dann wollen wir uns noch einmal die Karte Verzaubert angucken, denn auch die Karte steigt so ein bisschen an in letzter Zeit. Das ganze Playset kostet euch hier schon 7,50 € die Kopie. 8 Euro, 8 Euro. Ja, ich bin gespannt, ob da jemand einen Plan verfolgt. Ich weiß es nicht so ganz. Also ich persönlich finde die Karte extrem hübsch. Und der Effekt ist jetzt auch nicht so schlecht, aber kommt halt zu spät irgendwie. Ne? Also ich finde, die Karte hätte vielleicht, ja, ich weiß auch nicht, ist halt eine Quickspell, das ist halt schon besser als eine Trap. Aber irgendwie müsste man die aus der Hand aktivieren können. Das wäre noch besser, dass man dann sagt, ja, weiß ich nicht. Also wenn der Gegner doch schon alles gemacht hat, dann warum sollte ich die entspielen? Ist, weiß nicht, da ist doch Dimensionsbarriere irgendwie besser, oder? Also was sagt ihr zu der Karte? Vielleicht kann mir einer erklären, warum die in letzter Zeit so ein bisschen angezogen ist. Mir war so, dass die Karte eigentlich so um die 6 bis 7 Euro sich gedreht hat in einem Playset. Ne? Also wir sind jetzt auf dem Weg zu 8, 9 Euro. Dann wollen wir uns mal Karten anschauen, die jetzt einen Reprint bekommen in Maze of Memories. Einmal das Aufziehkätzchen, deswegen würde ich euch raten, die Karten, die ich euch jetzt zeige, verkauft sie, solange ihr noch könnt. Da kriegt ihr für die eine Kopie, die ihr spielt, 15,99, 17,99 oder 19,99. Die Tränenstrauß, die Rekka-Königin, bekommt ebenfalls einen Reprint in Maze of Memories. Und da brauchen wir bis zu 2 Kopien, oder beziehungsweise könnt ihr bis zu 2 Kopien verkaufen. Und da bewegt ihr euch zwischen 19 Euro und 21 Euro, beziehungsweise 24 Euro.
Dann wollen wir uns mal die Blumenbarone anschauen, denn auch die Karte bekommt einen Reprint und deswegen will ich euch auch hier raten, die so schnell wie möglich verkaufen, wenn ihr sie gerade nicht spielt. Und da bewegt ihr euch bei der einen Kopie bei 50 Euro, 50 Euro, 50, 52 Euro. Wird sich wahrscheinlich, wenn der Reprint erschienen ist, so um die 30 bis 35 Euro eingependelt haben. Dann wollen wir uns noch den Abramax anschauen, denn auch diese Karte bekommt einen Reprint. Deswegen verstehe ich nicht, dass der Preisgraf hier wieder steigt. Leute, hört auf, diese Karte zu kaufen. Es sei denn, ihr spielt jetzt ein größeres Turnier mit, aber für ein Local würde ich jetzt nicht mehr so viel Geld ausgeben. Die eine Kopie, die ihr spielt, kostet 16 Euro, beziehungsweise könnt ihr sie halt für 16 Euro noch verkaufen. Dann kriegt auch die Wächterschimäre ihren Reprint, auch die Karte steigt in letzter Zeit immer weiter an. Ist eine sehr, sehr gute Karte, keine Frage. Die Frage ist halt, welche Rarität hat die Karte in Maze of Memories? Wenn es auch eine Secret Rare ist, dann wird sich die Karte, oder werden sich beide Karten wahrscheinlich so um die 30 Euro einpendeln. Da Branded Despair bisher eins der besten Decks werden wird wahrscheinlich. Und die Karte ist halt essentiell, wenn ihr das Deck spielen wollt. Wir sind jetzt bei den zwei Kopien, die wir brauchen, bei 37,99 dabei. Also ihr könntet halt so viel Geld noch bekommen. Oder ihr seid dann hier bei 39 Euro dabei. Dann bekommt auch Magiebuch des Schicksals einen Reprint. Hat bisher nur zwei Prints, ein Ultra Rare Print und ein genau Ultimate Rare Print. Das ganze Playset, was ihr spielt, kostet euch zurzeit hier 20 Euro. Oder dann hier 33,39 beziehungsweise hier niemand die zwei Kopien 22 Euro beziehungsweise 22,22. Wer davon Kopien übrig hat, sollte sie am besten jetzt verkaufen, denn jetzt könntet ihr wahrscheinlich das meiste Cash damit machen. Und damit möchte ich auch den Card Market Watch beenden. Was sagt ihr zu den Karten, die ich euch gezeigt habe? Schreibt gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Habe ich vielleicht eine Karte nicht auf dem Schirm gehabt, dann schreibt auch die gerne in die Kommentare. Dann können wir die vielleicht im nächsten Market Watch mit reinnehmen. Ansonsten war es das jetzt mit mir und ich würde mich natürlich wieder freuen, wenn euch das Video gefallen hat. Dann lasst doch gerne ein Like da und wenn ihr mich supporten wollt, dann lasst doch auch gerne ein Abo da, denn ihr wisst ja, Support ist kein Mord und von daher immer gerne abonnieren. Und damit soll es das auch gewesen sein von mir. Ich bedanke mich bei euch fürs Reinschalten. Macht's gut, haut rein, ciao.